Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir sind wieder in der Topplerzeit. Der zweite Teil. Heute geht es um die Expansion der Stadt, um eine wagemutige Expansion und den Landerwerb, die Rodenburg so mächtig gemacht hat. Genau der richtige Punkt hier im Gelände des Heilig-Geist-Spitals zu Rodenburg ob der Tauber, unsere erste kleine Station zu machen. Und was Toppler anbelangt und das Heilig-Geist-Spital, hier diese ganzen Gebäude und die Liegenschaften, die hierzu gehörten, waren eigentlich mehr dem Stiftungswesen zugetan, während Toppler ja später, was wir sehen werden, mehr im aktiven Landerwerb und Kauf tätig war. Deswegen musste er sich hier gar nicht so arg einmischen, das lief schon ganz gut. Aber was in seine Zeit gefallen ist, ist beispielsweise der Einschluss der Stadtmauer des Heilig-Geist-Spitals in das Gesamtverteidigungssystem. Das war der letzte Verteidigungsbauabschnitt ringsherum, hat Toppler mit organisiert und mit geplant. Aber auch dieses Gebäude hinter mir, das Vikarierwohnhaus, ist wirklich beachtlich. Um 1400 fertiggestellt war hier nämlich, man kann hier diese vier Eingänge sehen, hier waren vier Wohnungen der vier Altaristen in der Heiliggeistkirche. Man sieht schon, wie reich das Spital war. Es leistete sich also sogar fünf Geistliche und ein Kaplan. Aber diese schöne, ja, das schöne Reihenhaus hier für die Kirchenleute ist wirklich ein bemerkenswertes Zeugnis aus der Topplerzeit. Perfekt. Ja, wir sind jetzt runterspaziert ins Wildbadgelände, ins wunderbare, traumhafte Wildbad zu Rodenburg ab der Tauber. Was hat das mit Heinrich Toppler zu tun? Nun, relativ einfach erzählt. Heinrich Toppler gehört zu den großen Initiatoren, der um 1400 hier das erste Badehaus in Rodenburg eingerichtet hat, außerhalb der Stadt, deswegen hier am Fluss Wildbad bezeichnet. Es wurden also ziemlich schnell Warm- und Kaltbäder hier auch eingerichtet. Und dem gesellschaftlichen Bedürfnis der Zeit, der aufstrebenden Patriziergeschichten, war natürlich auch hier eine Stätte der Begegnung und des Vergnügens, die sehr bald einen Wildbadpfleger als Kontrolleur benötigt hatte. Topplers Wildbad. Und jetzt sind wir im Taubertal unten, und zwar an einem der Gebäude, die wie kein anderes in Rodenburg verbunden ist mit dem Namen Heinrich Toppler, abgesehen von seinem Geburtshaus in Rodenburg, dem Goldenen Greifen. Dieses Wahrzeichen Rodenburg, so könnte man es nennen, war ja zu seiner Zeit, als Toppler es 1388 errichten ließ, geradezu eine Provokation, hier sich der Bürgergemeinschaft hervorzuheben und sich so eine Sommerfrische hier zu bauen. Allerdings war er doch sehr clever. In der Baugenehmigung, die noch vorliegt, stand dann drin, dass der Stadtrat ihm das vermacht, dieses Baumländchen mit der Mühle, mit den Weinbergen, um, Punkt, 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 zu schützen besser die Mühlen im Tal. Na, wenn das kein Argument ist. Ja, interessant ist auch, dass Toppler eine Bautafel hier noch anbringen hat lassen, die hier restauriert zu sehen ist, links an dem Eingang. Und da steht nämlich drauf, wann er das errichtet hat und wie er es nennt. Und zwar in dem Jahr, als Krieg tobte zwischen den Städten und den Fürsten im Lande. Und er baute es 1387 und im Jahr danach auch auf seine eigenen Kosten. Und er nennt es Schlösschen Rosenthal. Und mein kleiner Tipp: Ihr könnt es auch jederzeit gerne besichtigen, wenn ihr euch hier anmeldet und umhört. Lohnt sich! Nach einem wunderschönen Spaziergang Tauber aufwärts, das Schandaubertal entlang, führt uns ein wunderschöner Wanderweg hier hoch zum sogenannten Schandhof. Das sind historische Gebäudekomplexe, die den Ursprung in der Topplerzeit hatten. Heinrich Toppler war bemüht, Wirtschaftshöfe außerhalb der Stadt zu erwerben, und dazu gehörte der Schandhof. Der war angegliedert als einer der Außenhöfe des Heilig-Geist-Spitals zu Rodenburg, und der Schandhof war gleichzeitig Schafhof. Wir wissen hier von den Dokumenten und der Forschung, den Unterlagen, dass wir wohl bis zu 1000 Schafe hier oben hatten.
die, deren Einkünfte in die Kasse des Heilig-Geist-Spitals und damit der Stadt Rodenburg eingeflossen sind. Ja, wir befinden uns jetzt im Sichhausgelände, das frühere mittelalterliche Leprosenhaus, außerhalb der Stadt gelegen. Wir waren ja vorhin im Heilig-Geist-Spital und einst in der Frühzeit der Stadtgeschichte ging hier direkt die alte Handelsstraße Augsburg-Frankfurt vorbei, die später in die Stadt verlegt wurde. Und hinter uns sehen wir die Sichhauskapelle St. Leonhard samt der angeschlossenen Gebäude. Was hat das wiederum mit Herrn Toppler zu tun? Nun, Toppler hat sich bei der Pflegschaft, also der städtischen Kontrolle des Heilig-Geist-Spitals, etwas zurückgehalten. Aber der Außenhof, der war ihm schon wichtig. Er war nämlich hier unter anderem Pfleger, also Spitalpfleger oder beziehungsweise Sicherheitspfleger St. Leonhard, Pfleger 1384-85. Was hat er hier noch bewirken wollen? Er wollte eine Abtrennung der Pfarrei, die gar nicht unter Rodenburger Kontrolle war, nämlich unter Gebsattel Schwäbisch Hall-Comburg, wollte abtrennen, ist ihm gelungen. Das heißt, hier bestimmt dann Rodenburg komplett, welche Pfarrer, welche Dienste, welche Einnahmen hier kommen. Und zum Zweiten, und das ist wichtig, die Stadt Rodenburg setzt hier einen sogenannten Hofmann ein. Ein Hofmann war der städtische Verwalter der Liegenschaften. Und die waren ganz schön groß, was hier die Stiftungen anbelangt haben, dieses Außenhofes des Heilig-Geist-Spitals. Da war Fischzucht dabei, da war eine Mühle war dabei, die Sichhausmühle, die Siechenmühle. Dazu gehörten Wälder, Teiche, Weiher und einige Felder und Wiesen. Und das war klar, das war Topplers Ziel, das unter städtische Kontrolle zu kriegen. Wir befinden uns jetzt im wunderschönen Dorf Habelsee, auch bekannt wegen diesem Schloss hier hinten. Und dieser Ort Habelsee war für Toppler Heinrich sehr wichtig, denn er besaß einerseits hier einige Bauernhöfe, die ihm im Jahr etwa 100 Malte Getreide einbrachten. Wir sind hier schon im fruchtbaren Gäubereich. Das waren etwa 1200 Tonnen Getreide, also eine erhebliche Menge, die er privat hier verdiente. Auf der anderen Seite hatte er schon ein Auge geworfen, auch für die Stadt Rodenburg, auf dieses Schloss. Dieses Schloss beziehungsweise den Vorgängerbau, eine Burg, hatte er schon in die Verteidigungskonzeption mit aufgenommen, nur war die Stadt Rodenburg nicht der Eigentümer. Rodenburg kaufte in der Zeit ab 1380 bis 1400 einige Burgen im Landgebiet. Speziell hier in diesem Fall übernahm die Stadt von einem etwas verarmten Adligen diese Burg durch eine Verpfändung, und Toppler begann dann unverzüglich hier Rodenburger Amtmänner einzusetzen, die von hier aus verwalteten, und man begann auch hier ein Verteidigungsgürtel so langsam um die Stadt herum aufzubauen. Mit solchen, ja, wie soll ich sagen, mit solchen kleinen Bastionen als Eckpfeiler. Was ist aus diesen Burgen geworden? Ja, so sah sie nicht aus, als Toppler und die Stadt Rodenburg diese Anlagen erwarb. Wir wissen, 1407, Rodenburg verliert die Schlacht gegen die Burggrafen von Nürnberg, gegen den Würzburger Bischof. Die vereinten Truppen erobern schon im Juli 1407 unter anderem Habelsee und auch die anderen Burgen wie Nordenberg, Ense. Und es gab einen Friedensschluss, und Rodenburg wurde verpflichtet, diese eigenen Burganlagen einzulegen und selbst zu zerstören, damit sie hier keine Macht mehr aufbauen konnten wie zuvor im Landgebiet. Daher sehen wir jetzt ein Schloss, vorher war es eben eine Burg. Und so können wir uns das im ganzen späteren Landhegegebiet vorstellen. Ja, direkt
neben dem Schloss, das wir gerade gesehen haben, befindet sich eine Kirche. Wir können davon ausgehen, dass in der Ursprungszeit der Burganlage viel früher hier wahrscheinlich auch eine Burgkapelle angegliedert war und später eben auch diese Kirche entstanden ist. Allerdings sah die zu Topplers Zeiten etwas anders aus. Dieser Bau ist etwas später entstanden. Was aber sehr spannend ist, es gibt hier drei Glocken und die kleinste Glocke davon ist, und das ist wirklich sensationell, aus dem Jahr 1415, also kurz nach Topplers Tod, wurde die gegossen und schlägt heute noch. Anhand dieses Beispiels Schloss und Kirche kann man auch ganz gut demonstrieren, wie kompliziert die Besitzverhältnisse im Mittelalter waren. Die Stadt Rotenburg hatte 24 Gemeinderechte in dem Dorf, aber es gab auch andere Grundherren hier. Und wenn wir die Kirche hier sehen, denken wir an Zehntrechte, also Abgaben, die zu leisten waren an die Kirche. Und Rotenburg hatte hier schon vorher die Finger im Spiel, denn die Kirche gehörte zum Teil zur benachbarten Burg Ensee, obwohl hier auch eine Anlage stand. Das Mittelalter war eben sehr kompliziert, aber wir haben zahlreiche Dokumente und sehen genau in diesem kompakten Ensemble Schloss und Kirche, wie eine Vereinigung beider für die Stadt wichtig war, um zu regieren. Wir sind jetzt am Ende unserer kleinen Zeitreise, die sich mit der Epoche der Expansion der Stadt Rotenburg unter Heinrich Toppler befasste. Es ging um Landerwerb, es ging um Burgenerwerb, es ging um Territorialgewinn, es ging um Machterweiterung. Wir werden in unserer nächsten Folge euch dann zeigen, wie die Landhege dann wirklich nach Topplers Zeiten ausgebaut wurde, wie sie verteidigt wurde, wo die Besitztümer waren. Wir sehen die ganze 400 Quadratkilometer große Fläche exemplarisch an einigen Beispielen und da freue ich mich schon drauf.